Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Aufnahme von Twin Saga. So, spricht mit Oberst Jedi Yibidia, um die Quiz abzuschließen. Der steht genau hier. Und dann wollen wir mit dem mal quatschen. Als wir die Nachricht erhielten, haben wir sofort Verstärkung von der Garnison angefordert. Jetzt sind wir mit den Truppen hier. Es hat uns sehr leid getan, von Kians Tod zu erfahren. Er war ein ausgezeichneter Soldat und wir werden ihn sehr vermissen. Ich muss dem Oberst berichten, dass Reun, als er sich in das Goblin-Lager einschleust hat, von den Goblins angegriffen und tödlich verwundet wurde. Und dass er leider... Bruno bringt die Worte nicht heraus, doch Yibidia nickt nur, um zu zeigen, dass er ihn schon verstanden hat. Ja. Du informierst Yibidia, dass du dich ins Lager begeben und den Goblin-Anführer suchen willst. Das war Roins letzter Wunsch und etwas, das nur du vollbringen kannst. Wir haben hier bereits zwei gute Männer verloren und ich will nicht, dass du Nummer 3 wirst. Yibidia ist absolut dagegen, dass du den Goblin-Anführer suchen willst. Du stößt einen tiefen Seufzer aus und erklärst Yibidia, dass du es Roin versprochen hast und dass es der letzte Wunsch deines Freundes war. Du versicherst Yibidia, dass du aufpassen wirst und machst dich direkt auf ins Goblin-Lager, ohne auch nur einmal zurückzublicken. Yibidia seufzt und kann dir nur noch hinterher schauen. お前らはこいつを始末手練行しろ。お前一人に任せられんと急いで来てみたが、こいつを一人でぶっ倒すか。これで死んだ兵士も安心してあの世に行けるな。俺はこれからこいつにはじっくりと話を聞くとしよう。じっくりとな。
das Glück gehabt, lebend da rauszukommen. Ausgekommen zu sein, Entschuldigung. Erklärt Jebedia und atmet erleichtert auf. Ich muss zugeben, dass es schon beeindruckend war, wie du es alleine mit dem Goblin-Anführer aufgenommen hast. Ich möchte dir im Namen von Royne und Kian danken. Und es sei dir versichert, dass wir untersuchen werden, was hier falsch gelaufen ist, sagt Jebedia feierlich. Ich habe jemanden ausgesandt, um die Leichen von Ryan und Kian zurückzuholen. Wir waren viel zu überheblich und haben den Gegner unterschätzt. Und jetzt haben wir zwei gute Männer verloren. Ja, leider. Diese, als ich im Goblin-Lager war, habe ich einen Eingang bemerkt. Und vor dem Eingang habe ich die Anwesenheit der Götterträne gespürt. Ich nehme an, dass es sich um den Eingang zur königlichen Schatzkammer handelt. Der Eingang verfügt jedoch über eine extrem komplizierte Verriegelung. Ich habe versucht, sie zu öffnen, aber sie hat nicht nachgegeben. Flüstert dir Marisa zu. Überrascht fragst du Marisa, wann sie dort war, doch sie grinst dich nur verschmitzt an. Du läufst ergeben. Du berichtest Jebedia, dass du vorhast, die Kristallhüllen in den Minen zu betreten und Jebedia, der Bedenken zu haben scheint, stimmt widerwillig mit einem Kopfnicken zu. Ja, ich verstehe. Für deine eigene Sicherheit, wenn wir dir aber folgen, so können wir reagieren, falls die Goblins dir einen Hinterhalt legen. Du dankst ihr bei dir und bereitest dich darauf vor, die Minen zu betreten. Ja, endlich werde ich die königliche Schatzkammer betreten. Ich muss gestehen, dass ich etwas nervös bin. Ich schon hier rede, du! Okay, dann hinterher springen. Was ist das denn? Ich wollte schon solo rein. Solo. Ich betrete einfach mal, guck mal, passiert. Oh, ganz normal hier. Nix ist stärker als ich. Nix ist grausamer als ich. Ich habe nicht erwartet, dass diese Goblins so viele Widerstand leisten würden. Wir müssen wachsam bleiben und uns auf einen frontalen Zusammenstoß mit dem Feind vorbereiten. Jawohl, Sir. Antworten die Truppen einstimmig. Diesel, ich werde Wachposten am Eingang aufstellen. Wir dürfen die Goblins auf gar keinen Fall hereinlassen. Jebedia drängt mit seinem großen Schwert die angreifenden Goblin zurück. Wer weiß, was dich da drin erwartet. Ich bete, dass du lebend wieder rauskommst. Du dankst Jebedia und während die verbleibenden Soldaten gegen die Goblins kämpfen, begibst du dich in die Tiefen der Höhlen. Nice. Ja. Ziel Zerstörer MKX1. Ja, okay. Tschüss. Müssen wir alle hinterherlaufen. Tschüss. Das hier am XK irgendwas? Halt, stopp. So geht das nicht. Ich will das machen. Hey!
mal, Decker. Yep, hab einen großen Fehler gemacht. Dumm. Hätte ich mal vorher aufräumen sollten. Nicht einfach so durch. Habe ich Item? Nö. Kontrollpunkt? Ach, da. Gut. Okay, dann mache ich erstmal nach vor frei. Erstmal den ersten. Okay.
Nein. Ja. Los. Nee, nee. So. Echt jetzt? Ach, da bin ich doch schon am Ziel. Prüfung. Oh. Was? Ich kann's probieren, aber ich weiß nicht, ob ich durchkomme. Aua. 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 Flambiere. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wieso kriege ich Aua? So, wer ist das hier? Feuerschale. Die Kiste ist lebendig.
Durch bin, mache ich erstmal eine Pause. Oh. どうやら心配無用だったようだな。Kehre unbeschadet aus der königlichen Schatzkammer zurück. Alles klar. Das war ja richtig geil. Richtig Spaß gemacht. So, sprich mit Charles von Rinn, um die Quest abzuschließen. Ja, das machen wir dann in der nächsten Folge. Tschüss.